begrüße Sie. Oh. Was ist da los? Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ziele in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Garten. Ja, das haben wir doch alle schon. Ich habe nebenbei noch den Fernseher an. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Deutschland Gibraltar EM Quali-Spiel. Falls ihr davon im Hintergrund ein bisschen was hört, tut mir leid. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus. Ich muss das aber auf dem Fernseher laufen lassen, weil es auf RTL keinen Stream dazu gibt. Den hätte ich dann auf dem zweiten Monitor Tone ohne laufen lassen. Ich könnte natürlich jetzt auch den Fernseher tonlos machen. Aber da ich den Fernseher nicht so im Blick habe wie den zweiten Monitor, der direkt neben dem steht, wo ich hier das Spiel drauf habe, sondern noch zwei Meter weiter links, brauche ich akustisches Feedback für den Fall, dass da was passiert. So wie zum Beispiel jetzt den Elfmeter, den Schweini verschossen hat. So, das nur zur Erklärung. Ich farme Nebenquests. So, einer der vier Gramm mit, verteidige die Schreine da hinten. Wir versuchen uns da mal zu vorbei zu sneaken. Ja? Da war ja ganz schön Action bei dem letzten Schrein. Das war hier unten irgendwo. Ne? Ja, das ging da ganz schön ab. Da gehen wir aber erstmal hier von Krenfels zu Dürenhen, damit wir nicht den ganzen Weg reiten müssen. Und dann versuchen wir uns da mal dran hinzusneaken. Da war ja ganz schön Krawall mit Level Schieß mich tot. Da bin ich ja lieber abgehauen. So, nee, Mittelhain, da unten wollten wir hin. So. Ja, die beten das schön an hier. Das haben wir ja schon mal gesehen, ne? Also da ist richtig schön Action an den Schreinen. Ich kann jetzt übrigens noch mal ein bisschen daddeln, die liebe Frau liegt schon drüben im Bettchen und guckt einen Film noch und ich kann halt noch ein Ründchen spielen, während das Quali-Spiel läuft. Und... Halt! Oh. Hau mir noch ordentlich einen rein, wir waren noch kurz vorhin bei Aldi. Ja. Weil wir brauchten so ein bisschen Fisch, Lachs wollten wir uns holen, schön Lachs holen, weil morgen gibt's Picknick. Und dann wollen wir so eine geilen Wraps machen mit so Salat und so Lachs und so einer Joghurt-Pudding, so eine Joghurt-Sahnesoße, macht die liebe Frau wieder. Und ja, nun reite doch. Und da gab es an der Kasse, im Kassenbereich, haben sie diesmal nicht für Kinder so Süßigkeiten gestellt, sondern für Männer. Ja, da reiten wir einfach durch. Da bist du hässlich. Was ist das oben? Für ein Zeichen auf der Map da, dieser Kreisel. Der Kringel, der da war. Ja, da war Whisky. Mich nicht abwerfen, bitte, ja? Sowas wie... Also die Flasche sieht auf jeden Fall... Und die Aufmachung sah einem Jim Beam täuschend ähnlich. Ah, hier ist wieder so ein Kreiselding. Was ist denn das? Da habe ich mal so eine Pulle mitgenommen für 5 Euro. Das ist ein komischer Kreisel. Zeig nach unten, also unter der Erde müsste da was sein. Und ich trinke das gerade so, die dritte, vierte Mischung so mit Cola und das geht gut rein und schmeckt gut. Ich werde natürlich morgen merken, ob es so ein Fusel ist, der dann da die Kopfschmerzen verursacht. Ich besser auf mich jetzt ja auch nicht. Also drei kleine Mischen hier, komm mal, die sind dann hier. Ah, Level 5 Wölfe hier, ein ganzes Rudel. Oh, geh doch da, Alter, ich könnte schon wieder. So, hier sind wir schon wieder Verbrecher, ne, da vorne. Oh, die mit Totenkopf und... da gehen wir da lieber nicht hin. Wieder, das ist so noch recht weit weg halt von dem Normal-Questgebiet, wo man normalerweise sich so rumtreibt. Und da sind dann halt schon ziemlich stronke Gegner. Wenn man es jetzt halt schon ein paar Mal gesehen hat. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn jetzt hier bei dem Schrein noch tierisch die Batterie abgehen würde.
Seid ihr diejenigen, die ihn wählen, die Schreine zerstören? Was hast du damit zu tun? Was habt ihr damit zu tun? Sieh, wir sind Verkündiger des Blitzes und ein schwerer Tropfen aus der Wolke. Dieser Blitz aber heißt Übermensch. Und was kommt da angefahren, eine Erscheinung? Die Leute hier meinen, die Götter seien unzufrieden. Habt ihr keine Angst vor ihrem Zorn? Vor dem Zorn der Götter? Die Götter sind tot. Wir vernichten nur ihre verrottenden Überreste. Die sterbende Glut schädlichen Aberglaubens. Toll. Tut mir trotzdem einen Gefallen. Räumt hinter euch auf. Dann geht dahin, wo ihr hergekommen seid und vernichtet dort diese sterbende Glut. Religion ist nur eine Droge für die Massen. Die Götter sind tot. So spricht Meister Friedrich von Ochsenfurt. Die einfachen Leute fürchten die Religion und die Priester, nicht die Götter. Und die Angst... Dreh dich um zu mir, wenn du mit mir sprichst. ...der Unwissenheit. Wir brauchen eine neue Moral oder gar keine Moral mehr. Ich hau dir gleich auf die Schnauze. Diese kleine Vorstellung ist zwar amüsant, aber mir wird langweilig. Verschwindet und kommt nicht wieder. Oder was? Oder ich verpfeife euch bei der Rektorin. Repression! Schnappt euch den Systemlakaien! Wo ich mehr von deiner Art finden kann? Wachen! Tja, da fällst du tot um von meinem Fürzen, was? Ja. Yeah. Oh. Kein Schwert hier, nur aufs Maul? Was ist das denn? Wo klärer weiß man. Fährtenleserhandschuhe. Aber, warte mal, was haben wir denn da für welche? Elf Rüstung. Die sind mehr wert, die anderen. Also könnten wir die erstmal... Warte mal, wir reparieren die erstmal. Rüstungsreparatur. Oh, das ist auch blöd. Man kann nichts reparieren, was im Inventar. Man muss es erst anlegen. Hä? So. So. Aufschlitzenresistenz, Giftresistenz, Schmetternresistenz durch Bohrung. Ah, kritische Trefferschaden. Ne? Chance. Ja, und da ist halt eine 10% Axi-Dingsbums drin. Axi, was war ein Axi eigentlich nochmal? Irgendwie war Feuer. Axi war irgendwas hier. Ich glaube hier. Ach, ist egal, wir behalten ja. Ne? So, haben wir hier unten irgendwas zum. Das ist nur wählen, Alter. Da gibt's auch Novigrad, das da, da hinten ist... Ach, da war Dings. Und da auch noch das da, Alter, ey. So, wir gucken uns das noch an und dann gehen wir wieder zurück Richtung Quests. Oha, Blitze. Ein paar Erscheinungen. So, dann müssen wir mal wieder ein Geisterölchen auftragen. So, Insektoiden, Nekrogeister. Ach, ich bin schon im Kampf, dann geht's nicht mehr. Na toll, dann muss ich erstmal weglaufen.
Welche Erscheinung? Bleib stehen! Mach doch an! Er sollte Feuerstrahl anschalten. War die ganze Zeit gedrückt und nichts hat er gemacht. Weit ab. Oh, was ist ein Beutelchen? Weiter nach einer halben Stunde, da müssen sie sich aber lang machen. Hier ist ein Treasure. Genius, Jägerhandschuhe, Kompression mit 1 zu 4 Stock Kronen. Sonst ist hier nichts. Elementarresistenz, aufschlitzen, zerschmettern und durchbohren. Ja, den können wir nehmen, was? Plus 7 Rüstung. 13 Liter, scheiß ich drauf. Achso, ja, die hatten wir schon. So, was hat der von der Glyphe drin? Der hat plus 2 Igni. Ja, Waschmaschine habe ich gerade auch noch laufen. Ich habe mir richtig, das ist richtig geil. Ich habe mal ein paar Klamotten gekauft letztes Wochenende bei H&M. 3 T-Shirts und eine kurze Hose, 50 Euro. Und das waren alles so, habe ich darauf geachtet, das waren alles so, so eine Sale-Shirts. Ich habe vorhin, habe ich ja erzählt, die Dings gegessen, die Curry King. Ja? Ihr könnt euch denken, was passiert ist. Natürlich habe ich wieder auf das T-Shirt gesaut. Einmal gewaschen eben direkt. Da war es noch 5 Minuten nach dem Essen dann gleich rein in die Maschine. Nichts gebracht. Schon wieder Schrott. Ah ja, hier dieses blöde Monsterschwein da, ne? Ja, das war auch ganz schön strong. Versuchen wir das nochmal zu machen, dieses. Das war Level, weiß nicht, Level 13 oder so, was das war. Das Monster da zu killen. Jetzt habe ich es nochmal reingepackt. Es ist so ein graumeliertes T-Shirt so mit so einem. Na Zahl drauf, ich glaube 36 und die 36 ist so in Rot mit so Hawaii-Applikationsmäßig. Sieht eigentlich ganz nett aus. Für 7 Euro oder so, hat vorher 15 gekostet. Und jetzt, ja.
es eventuell gleich schon mal hin. Noch nicht mal eine Woche alt. Ach, jetzt sind wir hier wieder an dem riesigen, greifenähnlichen Schlottervieh, was ganz schön strong ist. Und da unten war der bewachte Schatz mit diesem Level. Ja, nee, doch, wo die Wölfe, die gehen ja noch. Aber... Ach, so schön herbstlicher Sonnen. Uwe, reite doch! Ah. Oh, jetzt ist aber schon was los hier. Ja, das gute Hemd gleich mal wieder versaut. Wir müssen das Pferd auch noch mal, also, das sieht echt schick aus, ne? Diese rötliche, herbstliche Kram. Echt sehr schick. Ja, wenn man das Pferd so, weiß ich nicht, so belohnen könnte, mal hier mal so ein paar Leckerchen geben oder wenn man das Pferd auch irgendwie skillen könnte, dass es schneller wird, mehr auch nicht so schnell Panik kriegt oder mehr tragen kann, was weiß ich. Oh, war da jetzt ein Tor? Oh, 1-0 Deutschland. Kurze Pause. Schürle war's. Bestimmt wieder nur so ein Zufallsprodukt, ne? Obwohl. Ah, dann der abgestaubte und Schürle, Alter. Zack, unter! Den muss er haben, der Keeper eigentlich. Der war doch nicht besonders stark. Der war doch nicht sonderlich gut geschossen. Hat er nur renne doch endlich. Ah, schön abbremsen. Aber auch richtig einen durch, die Alte, ey. Wird schon wieder schwierig. Ah, ich bin in der Giftwolke, scheiße. Ich habe immer noch andere Bomben. Ja, blenden. Ein Weilchen dauern. Scheiße. Sei da nicht mal die...
immer noch zu strong. Die ist immer noch zu strong. Und Weidenfeller hat mal einen Ball gehalten. Das ist ja ein Wahnsinn. Ja, wir sind noch hier an dem Schrein wieder, ne? Alles klar. Das heißt, war hier nicht ein Schnellreisedingens? Nee, ne? War hier unten oder was? War da hier noch ein Schnellreiseding in der Nähe? Kleinweg. Aber erstmal müssen wir hier noch die Erscheinungen wieder wegmachen. Hat er das nicht gespeichert? So ein Scheiß. Schattenkrieger hier aufs Maul geht. Waren es nur zwei? Oder kommen da noch welche? Komm schon. Hau doch zu. Sind ein Häufchen. Ja, alles andere als ein Sieg gegen Gibraltar wäre ja auch eine große Blamage. Ich meine schon das 2-1 gegen die Amis da. Ich meine, ja, war Testspiel, Freundschaftsspiel, aber trotzdem. Gegen Amerika kann man schon mal gewinnen. So. Wie lang müsste es ungefähr zu dem Dings gehen, oder? Zu dem Schnellreiseding. Ah, links. Jetzt könnte wirklich das Pferd sofort erschlagen. Also das geht gar nicht. Weiter so, Plätze. Was ist denn das Ding jetzt hier? Oh, bin ich jetzt so blöd einzureiten? Jetzt müssten wir aber ankommen. Schneller. Ja, siehst du? Oh. Wo Ghule sind, da sind Leichen nicht. Oh. Oh, ich bin ja schon wieder fast tot. Super Ghule, Alter. Dass man irgendwie so eine Falle schmeißen könnte, dass die ablenkt, damit man da, ne, so der Schleichpart, das wäre noch ganz nett. Ne, ich will an den Scheiß... Hallo. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Jetzt kann ich schon wieder da hinten, leck mich doch mal hin.
zum Scheißen. Wir müssen da den nehmen. Boah, Alter. Nehmen wir jetzt... Ja, hier kommen die Scheiße, machen wir jetzt hier auch nicht. Das machen wir dann später nochmal. Der ist ja eingezeichnet. Und als nicht erledigt angezeigt, du rennst jetzt weiter, ey. Ja, Gibraltar, super Mannschaft. Hab einen einzigen Profi, wie ich das gehört habe. Alle anderen spielen nur irgendwelche Amateurligen. Ein einziger spielt in irgendeiner, weiß ich nicht, Profi-Mannschaft. Das kann ja dritte Liga oder so, das weiß ich. Hallo. Ich mach das nicht, ja. Ich renne ja, ich reite nicht schräg und schief. Ja, das ist von dem bescheuerten Pferd. Weil der immer irgendwie, wenn er in der Nähe an so einem Weg ist, automatisch auf den Weg will, damit er da wieder von alleine lang reitet. Ja? Deswegen, das Pferd will manchmal dann immer nach links rennen, ich will aber rechts rum. Und das ist... So, von hier aus können wir erstmal alles ein bisschen entspannter anschauen. Herrinnen des Waldes. Ach, ja, wir müssen dann jetzt wohl erstmal wieder Standard-Main-Dings nachgehen. Außer wir gehen nochmal an irgendwelche schwarze Bretter und holen uns da irgendwelche Nebengeschichten wieder ab. Machen wir aber nicht. Wir machen jetzt hier laut Notizen, die zu Hause bei Henrik, dem nilfgaardischen Agenten, gefunden wurden. Hatte Zira eine Art Streit mit einer Hexin, wen zuerst dachte Geralt. Ach ja, das sind ja hier diese in dem Sumpf da, ne? Diese Huckeldinger da. Was die. Ja, Buckelsumpf, genau, was die Dings uns erzählt hat. Die Kira. Wo ist das? Wo ist dieser verkackte Buckelsumpf? Wo ist denn das? Kann mir das mal einer vertellen? Wo ist denn das? Du bist die Gnade. Ach so, Lies, die Herrinnen des Waldes. Herrinnen des Waldes. Die Götter haben uns verlassen. Die Mächtigen dieser Erde kümmert unser Schicksal nicht. Nur die Herrinnen des Waldes wachen über Wählen. In schlimmen Stunden, wenn Krankheit und Hunger uns plagen, müssen wir die Herrinnen um Hilfe anflehen. Wenn sie es für angemessen halten, hören sie uns und mildern die Schläge des Schicksals. So erfleht man die Hilfe der Herrinnen. Finde ein Kind, jung und unschuldig, und bringe es in den Buckelsumpf. Suche das Heiligtum der Herrinnen, dort beginnt der süße Pfad. Schicke das Kind auf diesen Pfad, auf das es dem Naschwerk folge und zu den guten Herrinnen finde. Dem Kinde wird es nie wieder an irgendetwas mangeln, denn die Herrinnen sind freundlich und freigebig. Sprich dein Anliegen vor ihrem Schreine aus, die guten Herrinnen werden dich hören. Wie sie alles hören und sehen, was in ihrem Reich geschieht. Wenn du das Opfer erbringst, wird, wie es verlangt wird, so wird deine Bitte erhört. Mhm. So, 1600 von hier. So, den Anfang des süßen Pfades finden. Das ist ja hier dann hoch, wo sind wir? Ach, da oben. Nee. Hab ich denn bescheuert? Wo ist denn die Wichse hier? Ach, da. In der Nähe vom Rücker anwesend. Da ist nochmal ein schwarzes Brett. Dann biegen wir uns mal dahin.
Und einiges zu halten, die gute Weidenfeller da, ne? Alter, jetzt hält er schon wieder an, ey. Alter, das macht mich echt aggressiv. Ich könnte den in den verkackten Scheißmotor reinschlagen. Was ist das denn hier schon wieder? Langsamer. Ja, was pennst du hier rum, Mann? Dann meditiere ich halt in deiner Butze. Ach, und jetzt wieder draußen rumstehen, oh what? Milch, frische Sauermilch. Bis dann. So. Da, 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 da. Was haben wir denn für Bomben hier? Ja, Gefolg oder diese Schrapnell-Scheiße. Oh. Gegend hier. Oh. Ach, ihr seid doch keine hier. Seid doch keine Gegner, seid ihr nicht. Abgestochen, ja. Ja, etwas hügelige Gegend hier, das ist wie gesagt... Der Wind heult. Ah. Haut. Was da heult? Ne, mal so ein bisschen sumpfige Gegend, dann ein bisschen mit Wald und herbstlich und grün. Hier, alles hier, alles. Bist du hässlich. Das sieht schon echt nett aus hier, dieses zwischen den diese Schattenspiele und so. Das kommt jetzt oft jetzt, denke ich mal, durch die Verpixelung, dadurch, dass halt hier so viel Bewegung im Bild, das habe ich ja vorhin schon mal erklärt, warum das dann so ein bisschen doof aussieht. Ich müsste mit einer viel höheren Bitrate rendern, aber würde dann alles viel länger dauern und viel mehr Speicherplatz und länger hochladen und alles. Aber das sieht schon echt nice aus hier. Aber dadurch, dass es halt so viele ständig wechselnde Bildformationen ist, ist das halt, geht halt viel verloren beim Rendern mit dieser Bitrate, mit der ich es aktuell rendere. Aber guckt euch die schicke Scheiße mal an. Na, der süße Pfad. So. Schwierig hier diesem Pfad zu folgen. Ich brauche einfach nur den Weg lang gehen.
Kristallisierte Essenz. Wird, denke ich mal, auf höheren, späteren Leveln etwas intensiver, hoffentlich, mit diesem ganzen Gecrafting. Wir sammeln ja hier schon von hunderte Sachen, verschiedene Sachen, von denen wir das wenigste bisher benutzt haben. Oh, Gott. Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich jetzt endlich, ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Echte, go away, du. Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Schlaumeier, alle. Ich suche bist du denn? Die Hexen des Buckelsumpfs. Du siehst selber wie eine Hexe aus. Die Hexen? Im Sumpf? Wir dürfen nicht in den Sumpf. Oma erlaubt's nicht. Als mein Bruder Zemek verschwand, meinte Oma, er hätte sich im Wald verlaufen. Danach hat sie dauernd geweint. Er könnte doch noch wiederkommen. Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Hört mal, das Mädchen, das ich suche, ist in Schwierigkeiten. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann vielleicht ihr? Woher weißt du, dass sie hier war? Ich habe gehört, dass sie die Hexen im Sumpf besucht hat. Aber hier gibt's keine Hexen. Hier gibt's nur Frösche. Und Schlangen. Und Hansi. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Bist du eine der Sumpfhexen? Ich hörte, dass im Buckelsumpf... Ich eine Hexe? Quatsch. Ich habe keinen Besen, keine Eule und keine Warze. Meine Nase ist hübsch. Schau. Omas Nase ist wirklich hübsch. Oh, du Schätzchen. Kinder sind so süß. Wer ist Hansi? Hansi fraß ein kleines Kätzchen und dann kackte er vier Tätzchen. Hüte deine Zunge. Die Kinder erzählen vielleicht Geschichten. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar. Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Hilf mir bitte. Ich will nur wissen, ob du eine junge Frau mit aschblondem Haar gesehen hast. Was schaut ihr so, Kinder? Wascht euch die Hände, wir gehen Grillen fangen. Von dir erfahre ich wohl nichts. Nein, ich weiß ja auch nichts. Hansi weiß bestimmt was. Er weiß viel. Wenn ich ihn was frage, sagt er, warte, ich kratz mir den Arsch und sag es dir. Pfui, so ein Wort. Was redest du nur? Ab zur Hütte. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Du, verschwinde. Verschwinde! Hm.
den Wald klammern. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Ich habe nur eine Frage an dich. Du sollst nichts fragen, Fremder. Man darf nicht mit Fremden reden. Können wir jetzt essen? Ja. Suppe mit Schwarte. Hörst du? Er hat Angst vor dir. Mach meinen Kindern keine Angst. Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Hat der Junge vielleicht einen Knall? Behandelt eure Oma euch gut? Oder tut sie euch weh? Nee. Sie weint, wenn wir böse sind. Sie hat Angst, dass Fremde uns holen. Und wir dann weg sind. Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Klar, sieht aus wie er. Warum sagst du dann, er wäre erfunden? Das sagt Oma. Oma weiß viel. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Kann ich nicht vielleicht etwas anderes für euch tun? Ich will was Süßes. Ich auch. Oder Obst. Gib uns was Süßes, dann helfen wir dir. Ich habe keine Leckereien. Du kannst also welche bringen, mit uns Verstecken spielen oder einfach verschwinden. Gut, versteckt euch. Aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Der glaubt, er findet uns so einfach. Natürlich. Er hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Nicht gucken. Und du musst laut zählen. Alle Finger. Und die Zehen. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Alles muss versteckt sein. So, ich mach mal ganz kurz Pause. Wir machen gleich hier genau an der Stelle weiter. Yeah. So. Instant geht es weiter an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Mittlerweile führt Deutschland, ja, man könnte sagen, standesgemäß. Und zwar mit 4:0. 60. Minute. Und wir müssen mit den Kindern Verstecken spielen. Das ist ja gemein. Wir haben Hexersinne. Das ist... Hab dich. Komm raus. Wie hast du mich gefunden? Ich bin geiler Magabin, Alter. Achso, jetzt muss ich Fernseher erstmal wieder leise machen. Ah, 5:0. Ach nee, abseits. Okay. Ah, draußen, die Malacken sitzen auch noch schön draußen. Das ist wieder ein Trauma. Huh?
Da bist du. Du kannst rauskommen. Oh. Hier ist noch ein Bein. Ich kann dich sehen. Gemein, ich wollte gewinnen. So. Den hier haben wir ja schon. Den haben wir ja schon geklaut, genau. Wo ist denn die letzte Schapur? Das war's. Jetzt habe ich euch alle. Du hast bestimmt gemogelt. Komm, ich muss den anderen sagen, dass ich gewonnen habe. Ich habe euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar. Haben wir ja versprochen, oder? Oma, komm! Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt. Wo sind deine Eltern und die deiner Freunde? Tot. Verhungert. Oder getötet, wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, hab ich Schreie gehört. Dann Lachen. Ich hab mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien. Die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut, das genügt. Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal habe ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi?
Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. So, kann ich noch was klauen? Ja. Klauen ist mein Hobby. Ich bin ein Klauerer. Oh! Stammelfortstaub. Ach, Ertrunkene. Komm schon. Ach, doch nicht dahin, Mann. Wenn Hansi echt ist, muss er na, hier dieser Wichser, Junge. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Hansi Flickerwort. Manchmal vibriert das Pad einfach so. Vielleicht wisst ihr da was? Ich würde sowieso mich immer mal über einen Kommentar freuen. Das Pad vibriert einfach so. Das ist auch so ein Fehler wie das Pferd, was einfach manchmal stehen bleibt. Ah, die Spuren führen zu einem Bau, was da wohl drin ist. Hansi! Du kleine Mike. Hansi? Gollum! Hab keine Angst. Bist du ein Wucker? Ein Lutin? Ah, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Du lebst hier? Gemütlich hier. Ein guter Platz. Du weißt sicher, was so alles im Sumpf passiert. Machen Monster in der Nachbarschaft dir nichts aus? Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst, ich tue keinem von ihnen was. Was ist los? Kannst du nicht reden?
Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Ein kleines Tränkli vielleicht? Ich verstehe dich nicht. Kannst du es mir irgendwie erklären? Ja, ich folge dir. Soll ich dir folgen? Ich habe wohl keine Wahl. Nee. Ertrunken, ne? Vorsicht! Dicht bei mir. Ah, Honig. Warte mal. Kann ich den nicht irgendwie runterkloppen? Oder warte. Ah nee, warte mal, ich kann nicht vielleicht hier. Ich habe mal gelesen, bei einem von diesen Tipps gelesen, dass man halt die Hornissen und Bienennester so auch gegen Gegner einsetzen kann. Aber wie kann ich dafür sorgen, dass die Viecher rauskommen? Ich weiß, dass ich es abfackeln kann, dann fällt es runter und ich kann den Honig einsammeln. Ja, mehr. Schön brennen im Wasser, ja. Ist hier wieder eine Höhle oder so was? Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Dann muss ich wohl hochklettern. Ja, da freust du dich, du Affe, du. Irgendwo da oben, ne? Okay, dann doch nicht. Rabenfeder, versiegelte Flasche. Vielleicht hat er diese Flasche gemeint. Hier. Schnaps, Schlängeln, Ringelflechter, Müll, Hummel, verblüfft. Ach, wie toll das klingt.
Peter, Pippel, Pflück, Prinz, Proximo, Pudrig, Pfeffrige, Ponta, Pastinaken. Fertig gefeiert? Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wie auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch. Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher um Gefallen zu garnieren? Wie ist er denn drauf? Na, wir lassen es mal, wir fragen mal direkt. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums, so laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts, jung, aschblond, ganz wie du sagst, verwundet und völlig außer Atem. Zischt ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Muhmen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Was weißt du über die Muhmen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Muhmen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Dann spinne ich nicht. Das ist keine der Muhmen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich! Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Kurz gucken. Naja, Zufallsprodukt. Verdammt. Ich glaube, zu dieser Quest habe ich schon mal ein Video gesehen. Das Spiel noch lange nicht draußen war, wahrscheinlich etwas enger. Oh, da war ein Köcher mit Pfeilen. Ja. Bolzen mit Köder. Irgendwas habe ich da gelesen mit Pfeilen und was weiß ich. Nun lauf doch, du Bursche! Achso, wenn ich hier laufe, rennt er auch. Wenn ich langsam gehe, macht er auch langsam auch gehen. Da vorne ist es ja auch schon. Die Luft ist rein, keine Muhme in Sicht. Ich muss der Oma was vorsingen, das beruhigt sie.
wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Super Lied. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Die Frau, nach der ich vorhin gefragt habe. Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte. Es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich habe die kleine verirrte Jadna gefunden, oder? Genny vom Fieber geheilt und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen. Und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist, hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Dankeschön. Das gute Türmchen. Hoffentlich können wir nochmal speichern jetzt oder so. Ich muss nämlich jetzt gleich ins Bett gehen. Hansi ist ein guter Junge. Aber die Herrinnen mögen ihn nicht. Nein, sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Meisterinnen, hört mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Du wagst es, uns zu stören, Weib? Ihr sprecht euch die Frau. Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag ihr nur aschblonde Mädchen. Die junge Frau, sie ist meine Ziehtochter. Wen soll das interessieren, wenn sie wohlgeformt ist? Mich. Ah, wenn er kommt. Er blubbert wie Bier mit frischer Hefe. Oh, genauso mag ich sie. Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist es besser so. Sag, wie mutig bist du? Fürchtest du die Bestien des Waldes? Dies sind harte Zeiten, Weißhaariger. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt in Blut. Das Böse ist stärker als je zuvor. Eine dunkle Nacht ist bei Niederwil erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie, dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Dunkle Macht? Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger, keinen Hexer. Der Dorfälteste von Niederwil wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Einen Dolch? Wozu?
Wenn der Dorfälteste den Dolch sieht, weiß er, dass wir dich geschickt haben und hilft dir. Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Los, Weib, gib dem jungen Mann den Dolch. Und du, Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch. Ich muss den Dolch holen. Hier, der Dolch. Die Herrin sagen, ich soll ihn dir geben. Den Dolch. Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Stein blank, Stein glatt. Stein weiß, Stein hört. Oh. Ah. So, ich muss abhauen. Ins Bett. Poppen. Auf Wiedersehen.